AV-Edition. Ja, zur Buchmesse 2020 begrüßen wir im Verlag AV-Edition zur Vorstellung eines Titels, der gerade erschienen ist. Es geht um New Exhibition Design 03, der dritte Band in einer Reihe, die seit 20 Jahren die Welt der Ausstellungsgestalter und Museumsgestalter erfreut mit aktuellen Beispielen. Ich darf sehr herzlich begrüßen heute im Verlag den Herausgeber Professor Uwe Reinhardt. Guten Tag, freut mich sehr hier zu sein. Ja, er hat zusammen mit seinem Kollegen Professor Philipp Teufel von der Hochschule Düsseldorf dieses Buch herausgegeben. Dort ist auch beheimatet das EDI, das Exhibition Design Institute, was an der Peter Behrens School of Arts an der Hochschule in Düsseldorf angesiedelt ist. Sie beide unterrichten dort den Master in Exhibition Design. Das ist in Deutschland ziemlich einmalig, oder? Es ist fast einmalig, ja. Wir machen einen Master, der quasi zwischen Architektur, Innenarchitektur und Kommunikationsdesign angesiedelt ist. Den gibt es so nur einmal. So ein kleiner, spezieller, besonderer Master mit wenig Studierenden und viel Praxis. Und die werden dann alle am Ende Ausstellungsgestalter oder Messegestalter. Oder sie gehen sogar in die inhaltliche Arbeit und machen mehr kuratorische Projekte. Und wie kam es zu dieser Reihe? Erzählen Sie mal ein bisschen, was der Anlass war, eine Buchreihe zu gründen unter dem Titel New Exhibition Design. Also der ursprüngliche Anlass war der, dass wir festgestellt haben, dass es vor langen Jahren, dass es das gar nicht gibt. Also dass es keine Zusammenstellung gibt, die dokumentiert, was passiert im Exhibition Design, was passiert in der Szenografie, schon gar nicht international. Wir haben dann einen alten Band gefunden aus den 30er Jahren aus USA, der den Titel New Exhibition Design hatte. Und den haben wir als Vorbild genommen, um quasi so eine Art Übersicht über das Thema hinzukriegen. Und erfreulicherweise hat es geklappt, wenn auch mit großen Abständen, dass wir so ein nicht Jahrbuch, aber Mehrjahresbuch hingekriegt haben. Ja, das Tolle an dieser Reihe ist, sie ist in Deutsch und Englisch, gibt also einen internationalen Überblick. Mich würde jetzt mal interessieren, was sind die Kriterien der Auswahl? Wie kommt man mit welchem Projekt in diese Buchreihe? Ja, deswegen dauert es auch so lange, weil wir versuchen, möglichst viel weltweit auf allen Kontinenten, soweit es geht, selber anzugucken oder mit Leuten, die wir kennen, im Kontakt zu recherchieren, was gibt es, was passiert. Wir lesen also unheimlich viele Newsletter, wir gucken die Blogs durch, wir schauen die Publikationen durch, die in der Fachszene erscheinen. Inzwischen auch viele Videos, die man im Netz findet, also Ausstellungsrundgänge. Und dann versuchen wir Kontakt aufzunehmen und zu gucken, wer hat die Ausstellung gemacht, welches Büro steckt dahinter, ist es besonders, gibt es Trends. Also wir machen immer so ein kleines Cluster und schauen danach, was hat sich auch verändert in den letzten Jahren? Was ist das Besondere jetzt, 2020 zum Beispiel? Und was finden die Leser darin? Finden sie da nur temporäre Ausstellungen, Dauerausstellungen, Showrooms? Was gibt's? Ja, wir hatten in den alten Bänden eigentlich eine Unterscheidung gemacht nach den verschiedenen Kategorien, also zum Beispiel Dauerausstellung und Wechselausstellung. Inzwischen haben wir festgestellt, dass die Ausstellungen sich gar nicht mehr so sehr unterscheiden. Es gibt auch Dauerausstellungen, die wirken wie eine kurzfristige, auf nur einen Monat angelegte Ausstellung. Wir haben jetzt alle gelabelt und einsortiert, aber wir haben sie trotzdem gemeinsam gleichwertig präsentiert. Also die kleine Ausstellung, vielleicht mit ganz kleinem Budget, hat ein genauso großes Gewicht wie eine große internationale Präsentation auf einer Expo zum Beispiel. Aber im Text versuchen wir genau zu beschreiben, was ist das Besondere, welches Büro steckt dahinter, was kann man vergleichen mit älteren Ausstellungen. Das haben wir dieses Mal festgestellt, dass viele Ausstellungen so ein bisschen so aussehen wie Ausstellungen aus den 1920er Jahren. Also auf neu gemacht, aber es gibt so Zitate aus der Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht zu entdecken, dass die Ausstellungsgestalter und Gestalterinnen auch zurückblicken und gucken, was hat man denn früher gemacht. Sie haben 110 Projekte aus der ganzen Welt gesammelt. Kann man da von größeren Trends als nur diesem einen sprechen, der auch über die Länder hinweg abzulesen ist? Naja, die einzelnen Länder unterscheiden sich schon noch. Also Projekte in den USA haben immer eine ganz andere Farbe wie Projekte in Asien zum Beispiel. Also da müsste man dann mal eine Farbskala daneben legen. Das wollen wir vielleicht mal machen auf der Webseite. Also die aktuellen Trends sind die, dass die Ausstellungen im Vergleich zum letzten Band viel professioneller gemacht sind, viel genauer gemacht sind, viel besser strukturiert sind
Und man schon merkt, dass das Feld des Szenografen sich als Beruf richtig etabliert hat und alle genauer, handwerklich perfekter arbeiten. Und kann man sagen, dass ein Land besonders innovativ mit tollen Beispielen vertreten ist oder ist das sehr verteilt über die ganze Welt? Es ist sehr verteilt, weil die Büros auch sehr unterschiedlich arbeiten. Also die deutschen Büros zum Beispiel sind sehr viel in der arabischen Welt unterwegs, machen viele Projekte in China. Viele amerikanische Büros machen jetzt Projekte in Europa. Also also es gibt keinen Trend, nach welchem Land sich unterschiedliche Szenerien ergeben. Es ist eher so, dass es in allen Ländern tolle Projekte gibt, in allen Ländern gibt es innovative Projekte. Und klar, ein kleines Projekt in einem Slumgebiet in Indien ist natürlich was Besonderes, das gibt es nicht so oft. Aber eigentlich ist es so, dass kleine und große Projekte relativ gleich verteilt sind. Sie haben diesen Band nun auch gemacht mit den besonderen Bedingungen von Corona, mit dem Blick darauf, was in diesen Zeiten überhaupt noch möglich ist. Deuten sich da schon Veränderungen in der Museums- und Ausstellungsgestaltung an? Das war interessant. Da sprechen wir auch in unserem Einleitungsaufsatz, unserem Vorwort ein bisschen drüber. Wir haben eigentlich überall gehört, die radikale Digitalisierung wird die ganze Szene von Ausstellung und Museum verändern. Wir haben aber festgestellt, dass das Museum eigentlich eine sehr behutsame Einrichtung ist, die auch viel Zeit und viel Geduld hat, sich Innovationen anzupassen. So schlecht aufgestellt, wie man gedacht hat, waren die Museen gar nicht für das Digitale. Viele haben es ganz schnell geschafft, jetzt eine digitale Führung anzubieten. Man konnte mit der VR-Brille durch den Louvre gehen. Also solche Sachen gab es schon. Das Museum ist immer noch gut aufgestellt, was die Kommunikationsformen angeht. Und es ist immer noch ein guter Ort für Demokratie und für Aufklärung. Okay, wäre das auch so das Fazit, dass das Museum eine durchaus Relevanz und auch Bedeutung hat in Zukunft, gerade in Zeiten von Corona? Ich glaube schon, dass das Museum als Bildungseinrichtung weiter eine große Rolle spielen wird und vielleicht sogar aus so einer Pandemiesituation als Gewinner hervorgehen kann, weil es einfach eine verlässliche Einrichtung ist, die seriös arbeitet und die auch erstaunlicherweise, obwohl man den Kuratorinnen und Kuratoren immer nachsagt, sie wären sehr behäbig und konservativ, konnten die super schnell reagieren auf die Krise. Aber wir haben auch alle in den Gesprächen gesagt, wir brauchen das echte Objekt, wir brauchen die echte Erfahrung, wir brauchen die anderen Menschen. Also es ist nicht so, dass wir die Pandemie mögen. Wir mögen auch gedruckte Bücher und den echten Gang ins echte Museum mit echten Ausstellungsstücken. Tolles Schlusswort. Ich würde sagen, der nächste Band kann in Angriff genommen werden. Wir können nur dazu aufrufen, sich diese 516 Seiten, 110 Projekte und State-of-the-Art der Ausstellungsgestaltung in Ruhe anzuschauen. Vielen Dank, Uwe Reinhardt. Vielen Dank, Petra Kidesch.